Tschüss Alltag, hallo Freiheit. Wollen wir ins Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis. Zweiter gegen Erster, Teutonia gegen Weiche Ottensen gegen Flensburg. Das Spitzenduell der Regionalliga Nord. Auf diese Begegnung haben Mannschaft und Fans beider Vereine natürlich die Woche über hingefiebert, aber die Veranstaltung auch von einer gewissen Wehmut begleitet. Es wird der vorerst letzte Spieltag im Amateurbereich bleiben. Den November hindurch ist der Spielbetrieb aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens erst einmal ausgesetzt. 315 Zuschauerinnen und Zuschauer durften sich das Ganze an der Hohe Luft anschauen. Der SC Weiche Flensburg in den weiß-blauen Trikots und in Halbzeit 1 von rechts nach links mit der ersten Torannäherung. Nach hübschem Diagonalball Nico Empens. Abschluss aber kein Problem für Hegerfeld. Die gastgebende Teutonia, ja eigentlich mit einer bislang wirklich guten Saison als Aufsteiger im Sommer mit einigen potenten Geldgebern im Rücken durchaus namhaft verstärkt. Zuletzt allerdings die Formkurve mit dem Schwenk nach unten, 3 Niederlagen in Folge für Chefcoach Hollerith und seine Mannschaft. Auch Florian Kirschke im Flensburger Kasten besteht seine erste kleinere Prüfung souverän. Die Gäste übrigens im Gegensatz zu Teutonia zuletzt zweimal in Folge siegreich. Und dieser Umstand, dem Team von Thomas Seliger auch anzumerken. Breite Brust bei Weiche haben ja überhaupt erst ein einziges Mal in dieser Saison nicht gewonnen. Dazu erst mit ganz starken 5 Gegentreffern und vorne, ja, da haben sie halt auch bisher in jedem Spiel mindestens einmal getroffen. Nico Empen schnappt sich den zweiten Ball, dann ist das eine super Flanke. Niemand ist bei Schulz und dann ist es auch schon passiert. Gute Viertelstunde rum, Führung Weiche, weil Teutonia den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone bekommt und Gavin Schulz mit seinem zweiten Saisontor trifft auch im 7. Jahr für Flensburg. Nur einige Minuten später höchst bedenklicher Ball von Hegerfeld, Empen auf Kramer, aber der Treffer zählt nicht. Abseits einmal ganz tief durchpusten. Aber Besserung bei Teutonia auch weiterhin nicht in Sicht. Cornils ist durch, wird von Coffey gelegt. Elfmeter für die Gäste. Keine Diskussion, ganz klarer Kontakt. Und ich glaube, Coffey hüpft da auch hauptsächlich, weil er sich über sich selbst ärgert. Kramer versucht es erneut, trifft erneut und diesmal zählt das Ding. Christopher Kramer beim Stürmer läuft es derzeit. 4. Treffer aus den vergangenen 3 Spielen. Zur Halbzeit also die Gäste. Einigermaßen verdient, wie komfortabel. Mit 2:0 in Front. Die Ottenser mussten sich steigern und sie steigerten sich. Und zwar deutlich. Mfumu mit einer großen, großen Gelegenheit. Es sollte nicht die letzte bleiben. 67. Minute. Wieder Mfumu im Fokus. Diesmal mit ordentlich Tempo auf die Abwehr von Flensburg rauf. Würmann kann ihn nur mit einem Foul stoppen. Referee Benjamin Schmidt pfeift und dann ist die Aufregung groß. Ganz Ottensen fordert Strafstoß und das für mich mit Recht der entscheidende Kontakt nach meiner Wahrnehmung. Eher auf der Linie und damit also im Strafraum, aber es gab den Freistoß. Brisewatsch flach, Coffey vergibt und dann bekommen es die Flensburger irgendwie geklärt. Eine unfassbare Szene. Wie groß diese Möglichkeit war, nochmal gut aus der Hintertorperspektive zu sehen. Kein Vertun, das Ding muss drin sein. Ein paar Zeigerumdrehungen später, Ecke. Irgendwie kommt die durch und Hatat nickt ein, Teutonia mit dem Anschluss. Absolut überfällig. Zu diesem Zeitpunkt der eingewechselte Abdel Hatat übrigens mit einer Flensburger Vergangenheit spielte 2 Saisons bei Flensburg 08, dem Team, das 2017 gemeinsam mit dem ETSV Weiche Flensburg zum heutigen SC Flensburg 08 wurde. Von eben jenem nicht viel zu sehen in Halbzeit 2 dieser Freistoß. Fast noch das Gefährlichste. Stattdessen immer wieder die Hausherren, diesmal mit Pascal Eggert, dem der Winkel einen Ticken zu spitz wird. Die Moral von Teutonia in Halbzeit 2 aller Ehren wert. Über die Effektivität wird in den kommenden Tagen aber vermutlich noch zu sprechen sein. Breitkreuz mit dem Versuch per Kopf wieder nichts.
Und zu allem Überfluss endete die Partie für Teutonia und vor allem für Mfumu noch mit einem richtigen Schock. Ganz hartes, unglückliches Einsteigen von Pitta, der mit Gelb davonkommt. Yves Mfumu musste mit der Trage vom Platz. Erste Befürchtungen in Richtung Knochenbrüche haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Mehrere Bänder sind allerdings wohl in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir wünschen an dieser Stelle alles, alles Gute. Am Ende blieb's beim 2:1. Teutonia zahlt den Preis für eine schwache erste Halbzeit, kassiert die vierte Niederlage in Folge und verliert den Anschluss an Spitzenreiter Flensburg, der jetzt einsam seine Kreise zieht. Die Trainer analysieren das Spiel für uns aus ihrer Perspektive. Ja, hat man gesehen. Also ich glaube, wir haben die erste Halbzeit verpennt. Da waren wir nicht auf dem Platz. Bekommen zum wiederholten Male, ich glaube jetzt den vierten oder fünften Elfmeter in Folge gegen uns. Sind dann auch dann in dem Sinne verdient mit dem Rückstand in die Pause gegangen. Und dann haben wir ein paar Sachen angesprochen in der Halbzeit, ja, dass wir gerade im Spielaufbau oder im Anlaufen einiges anders machen müssen. Und dann hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Reaktion gezeigt. Mit ein bisschen Glück. Weiß nicht, ob es innerhalb war oder außerhalb, ist immer schwierig zu sehen von außen. Hat die Mannschaft eine sehr gute Reaktion gezeigt. Schlussendlich stehen wir mit leeren Händen da. Das ist natürlich ärgerlich. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, wie gesagt, ich wiederhole mich, kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die haben alles reingehauen und das Quäntchen Glück war heute nicht auf unserer Seite, sodass wir als Verlierer vom Platz gehen. Wir wussten, dass uns hier ein schweres Spiel erwartet, weil Teutonia eine Mannschaft ist, die mit vielen erfahrenen Spielern bestückt ist. Wir sind natürlich sehr zufrieden, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wir haben in der ersten Halbzeit, denke ich mal, verdient 2:0 geführt, hatten die besseren Möglichkeiten, besseren Chancen, hatten das Spiel eigentlich im Griff und sind in der zweiten Halbzeit nicht mehr so reingekommen, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Und wir haben so ein bisschen drum gebettelt um den Anschlusstreffer. Und es ist ja im Fußball immer so die mentale Schiene. Dann fällt der Anschlusstreffer, die Hoffnung von Teutonia ist gewachsen. Wir sind vielleicht in manchen Situationen nervöser geworden. Na, wir sind ein bisschen müder geworden. Aber gut, wir haben es über die Zeit gerettet. Na, und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir so einen guten Abschluss haben können. Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Im besten Fall dürfen beide Teams im Dezember wieder auf den Rasen. Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft, zum Discounterpreis.